Ihr habt danach gefragt, wir machen die 6.1. Ja, wir sitzen wieder in dem Fahrzeug. Die kurze Achsübersetzung ist jetzt verbaut. Wir haben hier die 4.1:1 Achsübersetzung verbaut und haben auch schon die Software fertig gemacht. Wie gesagt, das ist ja eins meiner Lieblingssteuergeräte, das CD700, wo ich mich da auch sehr gut auskenne, meine ich. Und ja, machen jetzt erstmal die 100-200 Messung und werten im Anschluss nachher auch wieder die Diagramme dann aus, also die Logfiles, damit ihr dann auch tatsächlich mal seht, was sich geändert hat. Also dann können wir schön die Kurven übereinander legen und schauen, wie die aktuellen Werte dann sind. Aber erstmal 100-200, schauen, was es gibt. Läuft gut. Läuft gut und sicher. Klar war die Gasannahme und alles vorher auch okay. War super, klar, keine Frage. Hat ja Vorzündung gemacht, das Ding. Aber schon vom Benzin-Luft sehr gefährlich. Und jetzt sind wir trotz dessen, dass wir deutlich fetter sind vom Gemisch in dem safen Bereich, bei einer vernünftigen Zündung. Kein Klopfsignal. Wir sind, ich weiß gar nicht, wie schneller wir sind, müsste ich nochmal nachschauen. Ich glaube, wir sind irgendwas um 17 gefahren in der Eingangsmessung und sind jetzt im Schnitt irgendwo bei 15,8 rausgekommen. Ja, also das ist über eine Sekunde wieder schneller geworden. Und das liegt nicht nur an der kurzen Achsübersetzung, meine Damen und Herren. Von daher, voller Erfolg, würde ich sagen. Und jetzt geht es erstmal in die Firma und dort werten wir die Logfiles und Diagramme aus. Bis gleich. 100-200 km/h sind wir gefahren und wir sind gleich im Setup, wohlgemerkt. Es ist wie gesagt nur die kurze Achsübersetzung reingekommen, die ja für ein Durchbeschleunigen nicht unbedingt schneller ist. Das haben wir mal in einem anderen Video geklärt. Das könnt ihr euch gerne mal hier oben anschauen. Das ist der Geheimtipp Final Drive. Sind wir gesamt 1,8 Sekunden schneller geworden. Vorher 17,3, nachher 15,5. Und das ist eine Menge. Und woran liegt das? Das zeigen wir euch jetzt hier nochmal. Wir werten nämlich jetzt die Logfiles aus, die wir vorher und nachher geschrieben haben, während wir diese Abstimmungsfahrten gemacht haben. Ihr könnt euch vielleicht noch an das Video erinnern, Chiptuning von Mitbewerber Teil 6. Da haben wir euch schon mal ein Diagramm gezeigt. Das blenden wir jetzt nochmal ganz kurz ein zur Erklärung für diejenigen, die den Teil 6 nicht gesehen haben. So, da seht ihr jetzt das Lambda Target, ja, das ist die rote Linie quasi in der Mitte, die so wie eine kleine Treppe aussieht hinten draus. Und dann sehen wir oben drüber diese starken Zickzacklinien, das ist die Lambda-Werte der Bank 1 und der Bank 2. Und ihr seht schon diesen riesen Abstand zwischen dem Target und dem Ist-Wert. Ja, also das ist deutlich zu mager, liegt quasi die gezackte Linie über dem Target. Ist es zu mager, würde sie darunter liegen, wäre es zu fett. Wie ihr seht, berührt der Ist-Wert kein einziges Mal das Target. Also das ist schon arg traurig. Und gleichzeitig haben wir hier in diesem Diagramm das Klopfsignal eingeblendet. Das liegt quasi unter dem Target, das ist die unterste Linie. Und dort sehen wir halt ein massives Klopfen im Bereich, ich sage jetzt mal zwischen 4.700 und 5.200 Umdrehungen, also eigentlich da, wo das Fahrzeug das maximale Drehmoment entwickelt. Jetzt zeigen wir euch mal die Abstimmung, die wir gefahren sind. Da sehen wir jetzt ein paar weniger Linien, also das heißt, wir haben wieder in der Mitte das Target, was jetzt ein bisschen verdeckt ist durch die grünen Linien. Das Target ist bei uns etwas anders eingestellt, als es bei dem Mitbewerber der Fall war. Und wir sehen natürlich auch wieder die Ist-Werte der Lambda-Sensoren an Bank 1 und Bank 2. Und wie ihr seht, sind wir drauf auf der Linie. Ja, also im Bereich bis 3.900 Umdrehungen haben wir nochmal nachkorrigiert. Das war quasi die erste
Lockfahrt, die wir aufgezeichnet haben. Danach habe ich nochmal ein bisschen verfeinert, sodass wir auch im unteren Bereich drauf sind auf der Linie. Aber wichtig ist natürlich halt auch oben raus, dass man ein vernünftiges Gemisch hat. Gleichzeitig seht ihr, es ist eingeblendet, aber es ist nicht sichtbar, das Klopfsignal. Ja? Das Klopfsignal befindet sich nämlich auf der Nulllinie, also nicht sichtbar. Dementsprechend kein Klopfen mehr. Und das ist natürlich wirklich wichtig für den Motor, für die Langlebigkeit und damit halt wirklich die Bauteile auch heile bleiben. So, wir haben noch ein paar andere Diagramme vorbereitet. Und zwar die Zündung. Zündung vorher, nachher. Wir hatten das ja schon im Teil 6 angesprochen, dass die Vorzündung im unteren Drehzahlbereich massiv hoch war. Und wir wollen jetzt euch hier nochmal kurz zeigen, wie unser Zündverlauf aussieht und wie der Zündverlauf vom Mitbewerber aussah. Und dann seht ihr halt diesen riesen Berg im unteren Drehzahlbereich. Und da sind wir, wie gesagt, bei 25, 26 Grad. Und vorher waren es irgendwie 36 Grad, also bis 36, 37 Grad hoch. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Leistung kann man beim Sauger in gewisser Weise ablesen durch den Luftdurchsatz. Und den Luftdurchsatz haben wir natürlich auch aufgezeichnet, wird am Luftmassenmesser letztendlich ermittelt und in Gramm pro Sekunde berechnet. Und die beiden Linien haben wir natürlich auch übereinander gelegt. Die Linie, die grüne Linie, ist natürlich etwas kürzer, weil wir natürlich auch schneller beschleunigt haben. Warum haben wir schneller beschleunigt? Weil wir einfach mehr Leistung, mehr Drehmoment haben. Ja, das heißt, die rote Linie vorher 175 Gramm pro Sekunde, während wir dann mit der grünen Linie, also quasi unsere Abstimmung, über 180 Gramm im oberen Bereich liegen, was dementsprechend schon eine Leistungssteigerung darstellt. Wir haben gezeigt, es geht besser. Wir haben eine Verbesserung der Zeit 100 auf 200 von 1,8 Sekunden. Wir haben den Motor klopffest gemacht, wenn man so möchte. Ja, das heißt also, wir haben kein Klopfsignal mehr am Motor. Wir haben ein sicheres Benzin-Luftgemisch. Wir fahren unten raus weniger Vorzündung und somit kann der Kunde auch wirklich Spaß damit haben. Wir haben schon Feedback bekommen vom Kunden. Er sagt, es fährt sich einfach Bombe momentan. Vielleicht schreibt das selber nochmal unten in die Kommentare rein. Und ja, das war damit Chiptuning vom Mitbewerber Teil 6.1. Und ja, falls ihr noch Fragen dazu habt, dann beantworten wir das natürlich gerne. Was Klopfen selber angeht, habe ich gemerkt, ist ein gewisses Interesse da. Das werden wir in einem separaten Video als Thema für sich nochmal anpacken und nochmal dort erklären. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und somit verbleibe ich bis zum nächsten Video. Was ich gesehen habe, Leute, abonnieren nicht vergessen. Wir haben immer noch über 60% Leute, die kein Abo bei uns haben. Also bitte abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ansonsten natürlich auch meinetwegen liken und teilen. Würde uns gefallen. Bis zum nächsten Video, euer Tino. It's dark down below.